So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal bei einem neuen Let's Play. Wir spielen heute The Vanishing of Ethan Carter. Soweit ich weiß, handelt es sich um einen Adventure, Story Mode, Detektiv, Rätsel, Abenteuer, Open World Spiel, soweit ich weiß. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und let's go. Ethan Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. So, und da sind wir. Ich glaube, wir sind der Herr Prospero. Grafik ist ja schon krass, ne? Okay. Halten. Ich laufe erstmal so ein bisschen rum. Ob es hier noch mehr Fallen gibt? Ja. Gut. Und ich glaube, wir müssen das jetzt hier erstmal zusammensetzen. Oh mein Gott, oh Gott, habe ich mich erschrocken. Jesus, damit habe ich nicht gerechnet. Uff. Entschuldigung, dass ich die Maus verzogen habe. Ich war gerade so am Gucken. Mein Herz. Gott, wie viele Fallen sind denn hier? Warte mal, ich gucke erstmal hier so ein bisschen rum. Kann ich hier rüber? Okay, cool, wir können anscheinend über alles drüber. Ich würde gerade ausatmen. Das fängt ja schon gut an. Das fängt ja schon gut an. Okay. Ich weiß halt nicht, ob ich über diese Steine jetzt laufen sollte. Oder mich lieber so ein bisschen an den Weg halte. Aber uns fehlt noch eine Falle, ne? Kann ich auch rennen? Okay, ich kann rennen. Oh, sieht schon schön aus. Oh mein Gott, wie gut. Ah, okay, da geht es jetzt auch noch lang.
da gerade da steht was, aber da war nichts. Jo, eine Falle fehlt irgendwie noch, ne? Aber ist sie noch am Anfang? Oder kommt die noch? Ich will halt nichts verpassen. Hier war ja nichts, glaube ich. Okay, können wir auch rüber. Ach ja. Okay. Hier sind ein paar Menschen gestorben. Entweder ist es ein Massengrab oder hier gab es einen Kampf. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja noch nicht so wirklich über die Geschichte. Ich weiß nur, dass wir die von Ethan aufdecken. Boah, ich lese einfach mal, wenn mir jetzt hier anscheinend nicht. Okay, ein brennendes Haus und ein Wald. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Saft. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Die Dorfbewohner glaubten, dieser alte Mann würde ein Jade-Amulett im Wald verstecken. Doch der alte Mann wollte, dass die Dorfbewohner das glauben, denn so würden sie ihm im Wald nach einem Schatz suchen und nicht seinen Saft trinken. In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit Saft bedeckte. Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Der alte Mann setzte sich hin und weinte. Dann fand er noch mehr Saft. Okay. Das heißt, also wir sind wieder zurück in der Welt. Das heißt, die ganzen Knochen, die hier lagen, waren also alle von einem Feuer. Ein Toter bei Hausbrand von Jeff Jom. Was? Jomu. Bayfield County. Mittwochmorgen wurde ein historisches Haus im Red Creek Valley durch ein Feuer beschädigt, so die Feuerwehr von Bayfield County. Eine sechsköpfige Familie schlief, als der Brand in dem abgelegenen Haus in 46 Old Auchland Road in Creek Valley ausbrach, das früher Albert Vandegrift gehörte. Gail Carter, 58, wurde noch im Unfallort für tot erklärt. Die übrigen Familienmitglieder konnten entkommen. Carters Ehemann Edwin, 62, erzählte den Ermittlern, er sei womöglich mit einer angezündeten Zigarette in seiner Hand eingeschlafen. Feuerwehrleute wurden um 1:22 zum Unfallort geschickt und verblieben dort bis Mittwoch um etwa 5 Uhr. 4 Stunden später kehrten sie zum Anwesen zurück, um Glutnisse zu löschen, die wieder entfachten. Nach hitziger öffentlicher Anhörung noch keine Antwort für Vandegrift Erben vom Tom Outen. Bayfield County. Mitglieder der Familie Vandegrift versammelten sich heute erneut im Gericht von Bayfield County, um über das Vandegrift-Vermögen zu verhandeln, das seit 1961 treuhänderisch verwaltet wurde. Als Albert Vandegrift im Alter von 71 Jahren bei einem Grubenunglück ums Leben kam. Die Nachwirkungen zerstörten beinahe Vandegrift Industrial
und schadeten den lokalen Wirtschaften, der lokalen Wirtschaft schwer. James Vandegrift, 38, aus Chicago, behauptete, die Ansprüche seines Vaters wären unverschämt gewesen und viele Vandegrift-Familienmitglieder hätten persönliche Gründe, nicht in Red Creek Valley auf dem Vandegrift-Anwesen zu leben, wie im Testament des älteren Vandegrift festgelegt. Das Feuer, bei dem das Vandegrift... Jo, und dann ist es, glaube ich, verbrannt. Ist das dieser Vandegrift? Ich hoffe, ich spreche den überhaupt richtig aus, ey. Doch. Entweder ist der Vandegrift oder Vandegrift. Wird schon passen. So, okay. Wo müssen wir hin? Aber am Anfang des Spiels stand ja, das Spiel nimmt uns nicht an die Hand. Wo müssen wir denn jetzt lang? Hier lang wieder? Ich renne mal einmal hier lang. Ein Feuer also. Und wir haben es geschafft, mit Saft zu überleben. Aber was war das für ein Saft? Red Creek Valley. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Already I knew that. Okay. Das knarzt so sehr, ich würde mich dabei gern draufstellen, ne? Ich mach's mal lieber nicht. Das sieht so gut aus, ne? Vielleicht gehe ich doch mal von der Brücke runter. Die klingt nicht so gut. Ich versuche mal den Löchern auszuweichen, aber ich glaube, wir können hier gar nicht runterfallen. Eine Lok. Mit Blut. Betreten. Okay. Zerschnittene Fesseln aufgeschnürt, gebunden, kein Blut, Seil. Okay. Jo. Reste Leiche, Blutspur, Opfer weggezerrt, weggekrochen. Ja, eher weggekrochen. Blut von Wein, Blut von gebrochener Schädel, Todesursache, Blutverlust, Kopftrauma. Oh, noch nicht. Todesort von dritter Person gestört, mit der Zeit zerfressen. Alles klar. Ich glaube, wir müssen uns einen Mord aufdecken. Abgetrennte Beine. Okay.
Das könnte ja die Mordursache sein. Ein Stein. Benzin, Diesel. Fallen gelassen. In Eile. Vertrocknetes Gras. Rechtecke. Lok von der Brücke. Lok. Ich glaube, wir müssen den Lok herbringen. Mach ich gleich. Ich glaube, es noch ein bisschen weiter. Stein, Abdruck in der Erde, frischer Schmutz. Stein. Oh, gut, den hatten wir anscheinend schon. Cool. Gut, der Stein wurde also von hier genommen. Runter kann ich aber nicht. Okay. Guck mal hier noch so ein bisschen rum, bevor wir den Lok gleich holen. Oh, sieht so gut aus. Können wir ins Wasser gehen? Na, nur ein Stück. Liegt hier vielleicht irgendwas? Oh, voll dran vorbeigelaufen. Gut, dass das angezeigt wird. Okay. Das ist... Was ist das? Gehen wir den Weg hier hoch. Okay, das sieht nicht so aus, als wenn es hier für uns gerade weitergeht. Ich glaube, ich hole mal die Lok nicht, dass wir was verpassen. Ich will nichts verpassen. Im Dauerlauf nach oben. Kann ich da jetzt schon mehr sehen? Ein bisschen. Gut, wir holen mal die Lokomotive. Guck aber auch hier im Gras nochmal, weil ich das gerade eben nicht getan habe. Aber hier kann man auch nicht wirklich gucken. Geht's hier runter? Nee. Gott, ist das gut. Mal auch auf die Seite. Es gibt so viel. Aber hier komme ich nicht so weit, ne? Nö. Nö. Da komme ich nicht durch. Gut. Lokomotive. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Kurbelwelle. Frische Kratzer, kürzlich benutzt. Kurve. Ja, wir haben also eine Kurve gefunden.
Gut, was auch immer wir hier tun, es ist richtig. dann... Ja, nach vorne können wir ja nicht. Dann... Ich glaube, ich fahre mal bis zu dem Kanister. So, Kanister. So ungefähr. Oder muss ich noch ein Stück zurück? Abgetrennte Beine, Kurbel. Also, ich weiß nicht, weil wir den Stein gefunden haben, ob wir den vorher mit einem Stein erschlagen haben und ihn dann über die Beine gefahren sind. Oder war er gefesselt? Und wir sind ihm aus Versehen über die Beine gefahren? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal noch, ob das jetzt passt hier. Nee. Was fehlt uns noch? Steht die vielleicht nicht richtig? Warte mal, ich fahre mal noch ein Stück zurück. Ach so. Ich glaube, ich muss die Kurbel vorher drehen. Oder muss sie an sein? Warte, ich guck nochmal schnell. Ha! Ich fahre jetzt noch ein Stück zurück. Jetzt steht es genau da, wo auch Lok stand. Das passt aber noch nicht. Ist hier noch was? Was fehlt? Irgendwas übersehen? Dann komme ich nicht. Da drüben geht es ja dann weiter. Diese Musik, ne? Aber das sieht für mich auch aus wie ein neuer Abschnitt. Mist, was fehlt uns denn? Wir haben einen Stein. Wir haben eine Lok. Ein Kanister. Oder muss die vielleicht weiter nach vorne? Untersucht haben wir die auch schon.
bring den mal zu den Beinen. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Lok habe, aber